Als die Polizei einen verdächtig aussehenden Bus untersuchte, fand sie ein großes Paket, das sofort ihre Aufmerksamkeit erregte. Doch was sie in dem verdächtigen Paket entdeckten, versetzte sie in absolute Angst und Schrecken. Eines schicksalhaften Tages nahm die peruanische Polizei aufgrund eines anonymen Hinweises eines entschlossenen Polizisten die Verfolgung eines verdächtigen Busses auf. Sie hatten unermüdlich daran gearbeitet, das grassierende Problem des illegalen Handels in ihrem Land zu bekämpfen, insbesondere den Schmuggel von Waren über Europa. Trotz ihrer Bemühungen schien die Festnahme und Anklage der Schmuggler jedoch wenig Wirkung auf die Eindämmung zu haben. Und nach diesem Tipp lag eine schockierende Enthüllung kurz hinter dem Horizont. Die Polizei verfolgte den Bus über mehrere Kilometer und hielt einen Sicherheitsabstand ein. Das Fahrzeug war weder zu schnell, noch fuhr es unberechenbar oder auf eine Weise, die Anlass zur Sorge gab. Aber irgendetwas an ihm ließ bei den Behörden die Alarmglocken läuten. Sie konnten es nicht in Worte fassen, es war mehr wie ein sechster Sinn. Das Faszinierendste von allem war der Tipp, den sie von einem ihrer Kollegen erhalten hatten. Dieser hatte erwähnt, dass sich etwas sehr Interessantes an Bord des Busses befand, aber er war nicht ins Detail gegangen. Er hatte seinen Kollegen nur eingeschärft, wie wichtig es ist, schnell und entschlossen zu handeln. Sein Tonfall hatte bei allen die Frage aufgeworfen, was für Schmugglerware in dem Bus verstaut sein könnte. Würde es sich um eine große Beute handeln oder etwas wirklich Überraschendes? In nur wenigen Minuten würden die Fragen beantwortet werden. Schließlich beschlossen die Behörden, dass es genug war und sie den verdächtigen Bus abfangen müssten. Das Fahrzeug hielt auf ihre Anforderung hin an und war innerhalb von Sekunden von Polizeiautos umringt. Der Fahrer wirkte schockiert und verwirrt und spielte seine Rolle gut, aber die Behörden hatten das Schauspiel schon tausendmal gesehen. Mit wachsender Vorfreude, gemischt mit Beklemmung, kletterten sie in den Bus und untersuchten jeden Winkel des Fahrzeuges sorgfältig auf Anzeichen oder Hinweise auf ein Fehlverhalten. Tief in ihrem Inneren wussten sie, dass dies die perfekte Gelegenheit sein könnte, um gegen die Täter vorzugehen. Sie hatten gelernt, dass sie nichts unversucht lassen durften. Schmuggler waren clever. Sie wussten, dass man Schmuggelware überall verstecken kann. Und da die Polizei ihnen auf den Fersen war, wurden die Schmuggler besonders kreativ. Nachdem sie akribisch jeden Winkel des Busses durchsucht hatten, in dem die Schmugglerware hätte sein können, wurde ihre Aufmerksamkeit auf einen harmlosen Pappkarton in der Ecke gelenkt. Er war ziemlich groß, aber es gab nichts Besonderes an ihm. Deshalb hatten sie ihn bis zu diesem Zeitpunkt auch ignoriert. Menschenhändler würden nicht so offensichtlich sein, oder doch? Die Beamten tauschten misstrauische Blicke aus, als ihnen klar wurde, dass dieser scheinbar harmlose Container eine potenzielle Gefahr in sich barg. Sie erinnerten sich an die Geschichten, die in den Kreisen der Strafverfolgungsbehörden über den Fund von gefährlichem Sprengstoff unter solchen Bedingungen kursierten. Je mehr sie sich auf die große Kiste konzentrierten, desto ruchloser und verdächtiger wirkte sie. Da sie wussten, was auf dem Spiel stand, ihre eigene Sicherheit und die der Unbeteiligten, gingen sie mit äußerster Vorsicht vor und öffneten mit zitternden Händen vorsichtig die Klappen der Kiste. Sie taten es langsam und ohne Ruckeln oder plötzliche Bewegungen. Wenn es sich um Sprengstoff handelte, konnte schon der kleinste Ruck ihn zur Explosion bringen. Sie zogen sich zusätzlich Schutzkleidung an und machten sich mit so wenig Beamten wie möglich an Bord des Busses an die Arbeit. Doch was sie erwartete, versetzte sie nicht nur in Schock und Unglauben, sondern auch in Angst und Schrecken und machte sie zugleich zutiefst traurig. In der Kiste befanden sich viele Tiere. So etwas hatten die Polizisten noch nie gesehen und sie wussten nicht, wie jemand diese schönen Tiere so grausam und dreist transportieren konnte. Aber was es für alle Beteiligten noch schockierender machte, war die besondere Art von Tier, die sie entdeckt hatten. Es war ein Tier, das keiner von ihnen je zuvor gesehen hatte und das ganz sicher nicht nach Peru oder auch nur in die Nähe gehörte. In dem engen Pappkarton waren lebende Galapagos-Schildkröten untergebracht. Majestätische und atemberaubend klug aussehende Kreaturen, die von fernen Inseln stammten, aber jetzt in dieser höllischen Existenz fern der Heimat gefangen waren. Zwei Schildkröten waren bereits den grausamen Bedingungen, denen sie während ihrer beschwerlichen Reise ausgesetzt waren, erlegen. Der Anblick dieser wunderschönen Kreaturen, die eng gefesselt und übereinander gestapelt waren, ohne Zugang zu Nahrung oder Wasser, ließ Wut und Hilflosigkeit in den Seelen der Beamten aufsteigen. Warum waren sie dort? Woher waren sie gekommen? Wo wollten sie hin?
Das waren alles sehr gute Fragen, die zu gegebener Zeit beantwortet werden müssten. Aber jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, die Fragen zu stellen. Mehrere Beamte nahmen den Fahrer fest, während die anderen versuchten, das Ausmaß der Tragödie, die sie gerade entdeckt hatten, zu verstehen. Der Fahrer redete jedoch nicht und sie waren gezwungen, ihn zu einer Polizeistation zu fahren, um ihn weiter zu verhören. Sie wussten, dass er auspacken würde. Sie mussten ihm nur zeigen, dass sie es mit seiner Bestrafung ernst meinten. Doch dann kam die Frage auf, was sie mit den Galapagos-Schildkröten machen sollten. Sie hatten noch nie mit solchen Tieren zu tun gehabt und wussten nicht so recht, wie sie mit der Situation umgehen sollten. Man setzte sich zusammen und schmiedete Pläne. Die Rettung dieser wehrlosen Tiere wurde zur obersten Priorität und so kontaktierten sie dringend Wildtierorganisationen und Tierärzte. Obwohl sie leider ein paar der Schildkröten verloren hatten, war es für die Polizei ein Trost zu wissen, dass es für den Rest eine Überlebenschance gab. Die überlebenden Schildkröten wurden zurück nach Peru gebracht, wo sie umfassend medizinisch behandelt und gepflegt wurden. Die Ärzte mussten hart arbeiten, um sicherzustellen, dass die armen Tiere nach ihrem traumatischen Erlebnis glücklich und gesund wurden. Offenbar waren die Händler nicht gerade sanft mit den Tieren umgegangen, denn mehrere von ihnen hatten abgesplitterte und sogar gesprungene Panzer. Außerdem schienen alle dehydriert zu sein und brauchten dringend Nahrung. Es war klar, dass dieses traumatische Erlebnis ihren Geist erschüttert hatte, aber ihre Widerstandsfähigkeit zeigte sich langsam, als sie begannen, sich an die neue Umgebung anzupassen. Man erkannte die dringende Notwendigkeit langfristiger Schutzmaßnahmen und setzte Pläne in Gang, um diese tapferen Tiere in ihre rechtmäßige Heimat, die Galapagos-Inseln, zurückzuführen. Dort wurde ein sorgfältig ausgearbeitetes Zuchtprogramm eingerichtet, das das Überleben und Gedeihen dieser gefährdeten Art sichern sollte. Aber es war weder einfach noch billig, die Tiere dorthin zurückzubringen, vor allem da ihr rechtmäßiges Zuhause fast 2000 Kilometer entfernt war. Die Nachricht von diesem herzzerreißenden Vorfall verbreitete sich wie ein Lauffeuer auf der ganzen Welt und schärfte das Bewusstsein für den zügellosen, illegalen Handel, der nicht nur die Menschen, sondern auch die schwächsten Bewohner der Erde betrifft. Die Menschen schlossen sich zusammen und forderten strengere Maßnahmen gegen die Täter und setzten sich auch für strengere Gesetze zum Schutz der Wildtiere in den verschiedenen internationalen Grenzen ein. Die Spenden für die Schildkröten flossen in Strömen, sodass das Reservat, in dem sie untergebracht waren, einen Erste-Klasse-Flug in ihr Heimatland buchen konnte. Die peruanischen Behörden waren froh, dass die Schildkröten dorthin zurückkehrten, wo sie hingehörten, und schworen, nicht nur dem Kampf gegen die Händler fortzusetzen, sondern auch eng mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, die sich für den Erhalt der reichen Artenvielfalt unseres Planeten einsetzen. Ihre Ermittlungen führten zur Verhaftung mehrerer Händler, die in mehrere Betrügereien und illegale Geschäfte verwickelt waren und ermöglichten es so, noch mehr unschuldige Lebewesen zu retten. Und was die Galapagos-Schildkröten angeht, so haben sie alle ihre Freiheit inmitten von Sandstränden und rollenden Wellen in ihrer ursprünglichen Umgebung wiedererlangt. Ihre schwierige Vergangenheit ist für immer in Narben unter den gehärteten Panzern eingebrannt. Glücklicherweise schienen die Tiere ihre Tortur hinter sich zu lassen und ein langes und glückliches Leben in ihrer wunderschönen natürlichen Umgebung zu führen. Sie wurden zu Symbolen der Widerstandsfähigkeit gegen die dunkelsten Triebe der Menschheit. Ihr bemerkenswerter Weg spiegelt die Reise zahlloser anderer Menschen wider, die durch die Gier der Menschen gefangen sind, und weckt die Hoffnung auf eine Zukunft, in der Mitgefühl und Bewahrung an erster Stelle stehen. Was hältst du von dieser Geschichte? Wie hättest du reagiert, wenn du die Schachtel geöffnet hättest und Galapagos-Schildkröten gesehen hättest? Und was denkst du, wie wir den Menschen den Handel mit Tieren und anderen Schmuggelwaren verwehren können? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Meinung mitteilst. Hinterlass uns deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren unten.